Senkit nem látok. Meg... Na, hogy a faszba? Na, fekete gyáva. Mi van, csak nem? Du Hilfe? Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Meine Fresse, sieht mir scheiße aus. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Onkel. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern. Ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Eieiei. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder. Meine Familie. Meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja. Alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja,
Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin... Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Hey, der Nice, das ist eine holprische Sache hier. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratat. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Alter, lade ich. Was für ein Tisch? Hi. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden, während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Was sagst du? What the hell? Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige... Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schicke dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ach Gott, war so nicht. Aber das ist doch etwas wild. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist,
die Toten zu stören. Hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Ach du Kacke. Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn's Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was. Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Lebe wohl. Alter. Na toll. Also, man hat hier ja doch, all mein Zeug ist weg. Mein ganzer Kram ist weg. Ja, leck mich doch fett. Die Leute zu looten, hat's nicht so gebracht. Eine Sekunde. Wo ist das fucking Schwert? Ach Gott, da ist ja alles drin. Irgendwo hat's eine Schaufel, die sollte ich eigentlich noch haben. Stopf mal in die Truhe. Aus dem Inventar irgendwie so einen Haufen Scheißdreck rein. Das da zum Beispiel und das da nicht. Oder so, was ich weiß auch nicht. Das da zum Beispiel und diese Jagdhandschuhe, die keiner so braucht. Das Ding da. Du Kacke, ey. Die sind dreckig. Rüstung. Das Ding bringt was. Das ist voll kaputt. Das ist komplett kaputt. Info. Charisma 9. Es sieht nur ein bisschen sau doof aus. Also Charisma 10. Ja, okay, mach die Info weg. Wo? Aha. Wo ist das Schwert? Immerhin habe ich dieses Ding da, aber wo ist Herr Ratzigs Schwert? Das ist nicht so gut. Wer hat es? Und wieso ist es nicht hier? Wer ihr habt das verscherbelt, Leute, Alter. Ich
Wird wahnsinnig. Wenn ich mir hinter mir im Mittelalter, da wird man es wiederfinden, aber Schätze der Vergangenheit. Herunterladbare Inhalte sind aktiviert. Schätze der Vergangenheit. Ein Agent hat gesagt, dass es in der Gegend Verstecke mit großartigen Horst-Rüstungsteilen gibt. Hinweise dazu findest du in deiner Truhe aus der Asche. In der Lage, verlassene Dorfpühl können wieder Leben einkehren. Sprich mit Herr Divisch darüber. Sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet. Turniere demnächst. Wir den Ratei ein Turnier für dort finden. Abenteuer von Herr Hans Kapo, der Kühne. Ränkespiele sind für den berühmten schweren Metall, denke ich vor allem dann, wenn er sich im Geschlecht. Nur. Mit einer solchen Bande Recht und Ordnung zu sorgen. Du hast jetzt dein Dirse und deine Familie verloren, aber du bist nicht allein, Teresa und Johann Hanka, ja. Jeder versucht nun einen gewissen Punkt. Okay. Cool. Complete Edition, ey. So, jetzt mal gucken. Wie jetzt, der Typ hat das Schwert immer noch. So, geht eine Schaufel. Ich hatte doch eine Schaufel. Aber da ist eine. DLC-Quest. Questgeber. Ihr habt nicht zufällig jeweils ein Pferd. Das ich mir leihen könnte. Sieht nicht so aus. Na gut. Aber da wir hier hin und Quest haben, können wir es ja gleich mal anstarten. Würde ich mal behaupten. Hey Bro, wie geht's? Köter. Ach Gott, der Heini. Wo ist denn die Dingens-Tante? Mit der ich jetzt quatschen soll. Ist sie hier oben? Nö. Ich glaube, so mit Theresa quatschen, oder? Wo ist die? Ach, da ist sie. Da ist sie! Hallo! Hast du schon gegessen? Das Brot war sehr gut. Hast du es gebacken? Ja, freut mich, dass es geschmeckt hat. Du sollst mir einen Quest geben. Sieh dich nur mal an. Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und... Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte. Und keine schöne. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Okay, also das startet dann das, den Quest. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Vielleicht. Ich weiß, es kommt halt nicht wirklich auf den Content des Dings an. Wenn sie jetzt dann wirklich so ihre Geschichte erzählt, passt es jetzt natürlich nicht voll in den Flow des Spiels rein. Aber so, probier's mal. Also gut.
ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du, oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, bevor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Arbeit ruft. Ich muss Spitzer und die Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Oh. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Nevermind. Wir spielen jetzt Theresa, das ist interessant. Ein bisschen Holz hacken? Die Hühner füttern. Wo kriege ich Hühnerfutter her? Ist vielleicht da drinnen? Nee, da ist der Stall. Oh. Der Typ. Kann man ihn verdreschen? Honestly, kann man ihn verdreschen? Wenn es der ist, ich glaube, das ist. Wo kriege ich das Zeug her? Ja, beiß ihn, bitte. Beiß ihm den Kopf ab. Am besten. Also. Oh, da ist der Trug. Da ist das Zeug. Wo ist denn das ganze Gedöns? Na gut, morgen Wäsche. Hier sind so Säcke. Sind da so Körner drin, weil das fressen die. Was soll ich mit dem ganzen Kram? Ja, keine Ahnung, nehme mal den ganzen Kram mit. Vielleicht brauche ich den. Eigentlich brauche ich jetzt hier mal Hühnerfutter und sowas. Hol das Hühnerfutter bei B. B, 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 B. Ach, da kann man so rein, oder wie? Wie kommt man da rein? Ach. Ach so. Ich muss Spitze ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Krass. Was ihr da habt. Hey Logi. Guck mal. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Da kriegst du. Rums in den Dreck. So, wo ist denn das Hühnerfutter? Da. Ach, sei still da draußen.
drüben gibt, hielt ihr das Unkraut im Garten. Ja, das geht easy. Das kann ich. Mache ich auch anders als bei mir. Nur das Unkraut bei uns ist so ein bisschen mutiert und nicht so witzig. Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr. Füllt eure Schnäbelchen. Hey Hund, lass die Viecher in Ruhe. Sei brav. Ein guter Hund bist du. So ist's recht. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. So. Dein Hund könnte nach interessanten und entdeckten Orten Ausschau halten. Sobald er die Witterung aufnimmt, läuft der Frost, diese Stelle zu führen und dann zu bellen, falls du ihn immer unverlierst, wird er nach der Weile zurückkommen. Wo geht er denn jetzt hin? Ich glaube, der findet nichts. Und Kraut jäten. Schalalalalala. Also das sieht wie Unkraut aus. Ja. Das habt ihr schon eine Weile nicht gemacht. Die werden eigentlich nicht so groß. Ja, sieht drum kümmert. So, alles weg. Weg, weg, weg. Sollte reichen. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Nö. Da war ja noch einer hier. So. Jetzt sieht er gut aus. Banner. Was ist denn jetzt? Ja, ich komm. Theresa! Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmieder. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Er sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tut nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Fürwahr, er ist ein Faulpelz. Und besonders nett ist dieser ungehobelte Kerl auch nicht gerade. Der Herrgott wird ihn eines Tages strafen. Glaub mir. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaube ich gern. Ach, und Theresa, wenn du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Tatsächlich? Jetzt bin ich neu. Ja, wir wecken Leute. Warte mal, da ist bestimmt einer oben. Hey, gefunden. Darf ich den treten? Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ich bin schon wach. Essen haben, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall.
nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr, du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. Lol. Heilige Scheiße, ist da viel Geld drin. Beide Beine gewonnen. Du hast dir doch geschaut. Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor. Und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Hör zu, Bische. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. So. Okay. Das war aber irgendwie einfacher als gedacht.